coming in, you better check to this. Whatever made to this, this intro, no end to this. Tell you this, I'll make you miss. Y'all, whoever felt it, rock to this. Crazy attitude, my pop holds it up. You know me now, that's how I grab my trophy hop. Invention never stops. This is the sound of a heavyweight gun. Shiny pony is the land I came from to give a handshake. No doubt, we gon' change this, y'all. Time is now, you better rock, roll back. Gun, shot. Shot, shot. Gosh, I got shot. Shot, shot. Gosh, I got shot. Shot, shot. Gosh, I got shot. Shot, shot. Yay! Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Resident Evil Dead Aim. Ja, willkommen, willkommen. Ich läute die Resident Evil Reihe auf meinem Kanal ein. Mit diesem schönen kleinen Spin-off aus dem Jahr 2003. Starten gleich mal ein neues Spiel und ja, ich sag mal, nähere Infos gebe ich dann euch nach dem Intro. Raccoon City, a midwestern town in the United States, was destroyed when a substance known as the T-Virus leaked throughout the town. However, Umbrella, the corporation developing the virus, refused to abort the project. Once again, the threat of biological terror was thrust upon the world. A large amount of T-Virus was stolen 3 days ago. A terrorist group hit an Umbrella lab in France. Yesterday, one of Umbrella's cruisers was hijacked and contaminated with the same virus. Resident Evil. That's all the playtime we have for today. You die. Now. So, und damit beginnt unser Abenteuer. Ja, wenn ich vorstellen darf, wir sind Bruce McGivern, Agent der US Stratcom. Wie im Intro erwähnt, also ich gehe jetzt erstmal kurz auf die Story ein, wenn ihr nichts dagegen habt. Wie im Intro erwähnt, wurde der T-Virus aus einem Umbrella-Labor gestohlen. Ja, und kurz darauf wurde dieser schöne Umbrella-Luxusliner von einem Terroristen entführt, Morpheus. Ja, diesem langhaarigen Kerl, den wir im Intro schon gesehen haben. Ja, die US Stratcom. Oh, erstmal, hallo du da unten.
Deus Dreadcon wurde gegründet nach den Ereignissen in Raccoon City. Also, ja, Raccoon City, was es mit der Stadt auf sich hat, müsste eigentlich jeder wissen, der sich schon mal ein bisschen mit der Reihe beschäftigt hat. Deswegen, ja, gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Und ja, die Deus Dreadcon sollte eben eine Untersuchungskommission darstellen, die gegen Umbrella ermittelt. Ja, und Bruce ist ihr bester Agent. Und hier zeige ich euch mal eine kleine Besonderheit des Spiels. Wir können uns hier in der, ja, versus Third-Person-Perspektive in Ruhe umschauen, alles untersuchen. Und, aber zum Kämpfen, schalten wir in die Ego-Perspektive und können, ja, uns dann so wehren. Das Spiel ist als Lightgun-Shooter konzipiert. Also sprich, vieles Zielen geht dann direkt mit der Lightgun, aber ich spiele es hier mit Controller, weil eben, ja, meine alte Lightgun kaputt ist. Hier haben wir gleich mal die Karte des Schiffs gefunden. Und ja, und der hier hält noch etwas fest. Ein Schlüssel für die erste Klasse, sehr schön. Und er hat was gepoltert. Ja. Hallo? Jemand zu Hause? Oh no! Ein Zombie! Stirb! Na? Schon tot? Ja, sieht's aus. Aber musste trotzdem. Doch nicht tot! Gut, gut, gut. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung einfriemeln. Schon eine Zeit nicht mehr gespielt. Bleib! Ah! Bleib weg! So, das war's. Ein gezielter Kopfschuss und die Kerle bleiben liegen, endgültig. Ihr merkt schon, ich muss mich wieder ein wenig in die Steuerung einfriemeln. Hab schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Aber ja, das wird schon. Gut, erste Klasse, wo war die jetzt nochmal? Direkt hier, oder? Genau. Ein schönes Bild. Da das Zeichen zeigt uns an, in welcher Richtung uns, ja, die nächsten Gegner erwarten. Und der hier kommt mir zu nah, Freundchen. So. Immer schön in die Stirnplatte. Dann ist das auch kein Problem. Hey du! Sehr schön. Die große Halle. Wer muss gerade auch an Titanic denken? Also an den Film, meine ich. Ach ja. Der Ballsaal lädt zum Tanzen ein. Wollen wir mal runterschauen? Sehr schön. Ja. Scheint keiner da zu sein. Ah, aber da haben wir was. Dann hat sich der Abstecher schon mal gelohnt. Schön, schön. Und wieder Riff da. Dieses Bild kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bin leider nicht so bibelbewandt, aber ich glaube, das hier hat ein reales Vorbild. Ja. Ich gehe mal einfach hier durch. So. Können wir nochmal schnell einen Blick ins Menü werfen. Hier haben wir unsere Waffen, Munition und unsere Items. Ist ein bisschen anders aufgebaut als ja die typischen Resident Evil Menüs. Hier haben wir die Karte. Können wir nochmal vergrößern. Seht schon, sind einige Räume hier auf diesem Stockwerk. Und dann schauen wir nochmal kurz in die Dateien, wenn wir schon dabei sind. Handbuch für den Geheimdienst. Sehr schön. Ja, ja. Guten Morgen, Bruce. Dein Ziel ist dieses Mal ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma Umbrella mit Namen Morpheus. Er hat das T-Virus gestohlen und den Kreuzer der Firma entführt.
Deine Aufgabe ist es, in den Kreuzer einzudringen und unverzüglich einen Lagebericht an die Basis der strategischen Einheiten zu senden. Wir haben einige Sachen für dich vorbereitet. Viel Glück. Ja, und hier sind halt Erklärungen, Steuerung und so weiter. Gut, gut. Könnte ich noch irgendwas zum Spiel erzählen? Ja. In Japan hört das Spiel auf einen anderen Titel. Dort heißt es Biohazard. Gun Survivor 4. Heroes Never Die. Ja, das ist der vierte Teil der Gun Survivor-Reihe. Wir haben hier die Besucherkarte. Und wir haben Besuch. Aber ja, erstmal die Dokumente lesen. Notruf per Fax aus der Zweigstelle Paris. 14. September 2002. An internationaler Vertrieb. Empfänger Roberto. Es wurden heute 3 Proben des T-Virus hier aus dem Pariser Labor entwendet. Der Hauptverdächtige ist Morpheus D. Duval, der für die Forschungsabteilung im Hauptquartier gearbeitet hat. Er scheint in irgendeiner Form Vergeltung an unserem Unternehmen üben zu wollen. Wir senden diese allgemeine Warnung deshalb an alle Abteilungen. Wir bitten alle, die Informationen zu dieser Angelegenheit haben, diese unverzüglich an das Hauptquartier weiterzuleiten. Mit freundlichen Grüßen, Umbrella Corporation Paris. So. Und ich habe keine große Lust, mit euch zu kuscheln, deswegen machen wir uns gleich wieder vom Acker. Hoppa da. Na toll, die ist zu. Weg. Noch jemand? Ja, ich stelle mich erstaunlich gut mit Controller an. Aber ich muss gleich dazu sagen, mit... Uah, so viele. Ja, tschüss. Mit Lightgun funzt das Spiel eine ganze Ecke mehr. Gut, was ich vorhin noch sagen wollte. Ja. Das Spiel ist der vierte Teil der Gun Survivor-Reihe. Teil 1 und 2 sind auch bei uns erschienen. Werden bei mir auch noch als LP kommen. Übrigens. Und ja. Na, das ist ja echt mal eine. Ja, jetzt mischt also auch noch der chinesische Geheimdienst mit. Hm. 3 Fraktionen hantieren auf einem Schiff. Terroristen, Chinesen und die Amis. Das kann ja noch heiter werden, was Leute? Aber nun gut. Wie es hier weitergeht, seht ihr dann im nächsten Part.
Ciao.